Kann ich die beiden fetten Schinken bei dir abladen? Ja, kann ich theoretisch, wenn ich anderes Zeug bei ihm dann bunkere. Ja, so geht das einigermaßen. Da müsste der Sack bis auf das hier leer sein. Da können hier die Sachen rein. Ja. Habe ich irgendwo gerade eine leere Flasche? Nö. Kann ich dir das geben? Nö. Du hast zu viel Zeug. Ah, du kannst nicht viel tragen. Das ist das Problem. Du kannst. Du bräuchtest ein Stärke-Bracelet und ein Stärke-Armreif. Hilft mir aber immer noch nicht dabei, herauszufinden, wie ich in den anderen Raum reinkomme. Ich weiß nur, dass es gerade dunkel wird. Da, gebratenes Lidschfilet. Wobei ich ehrlich gesagt hier drin auch nicht wirklich irgendwas Interessantes sehe, gerade so auf den ersten Blick. Also dass irgendwas in den Schub, in den Bücherregalen drin steckt. Ah ja, nach Büchern habe ich hier auch noch nicht geguckt. Und sehe auch keine wirklichen Bücher. Okay, wie komme ich von hier aus? Das führt mich hier hoch zum Ertaufleit, in den ich nicht reinkomme. Das heißt, ich muss wieder runter. Hierhin. Von da aus. Müssen die Treppe hier nehmen. Hier hoch. Hier Teleporter fällt mir gerade so auf. So, danke für den Ausgang. Au, das ist immer so laut. Also. 513 kann ich abhaken. Probieren wir 3656 aus. Also 3. Du bist 1, das heißt du bist 6. 6, du bist 5. Du wirst zum Schlüssel. Okay. Ha.
Habe ich überhaupt irgendwas, was mir jetzt im Labor helfen könnte? So direkt nicht. Aber ich probiere noch die letzte Kombination, also 1, 3, 4, 1 aus. 1, 3, 4, 1. 1. Das ist 3 gewesen und das ist 4 gewesen, ja. Eins. Okay. Ich habe hier aber immer noch nichts, was ich drauflegen könnte. Nee. Okay, so komme ich einfach da runter. Aha. So erreiche ich auch absolut nichts. Eben nur, dass ich hier wieder reinkomme. Was mir aber auch nichts bringt. Nein. Warum ich auch immer jetzt gespeichert habe. Ah! Cool. So, jetzt noch mal die 1341. Warte, ich mach's einfach so. Ha. Moment mal. Ist das hier der Altar of Light? Muss ich den vielleicht irgendwie noch aktivieren? Darkness, Light. Light Missile, Enchant Dark Arrow, Bless. Poison Shield, Gaia's Gateway, Vapor Snake, Triggers, Vapor... Blödsinn.
kann es nur noch dunkler machen, aber das bringt auch nicht. Ich kann eine Leitmesse drauf abschießen, bringt auch nicht. Ancient Altar of Light, Keeper of Many Transferments and Alternation Magics. Okay. Mache ich jetzt erstmal wieder hell. Scroll of Dark Missile. Das ist ein Spellcraft. Ein Caster Sacrifice Health. Das ist ein okay, das ist ein ziemlich starker Spell, aber auch ziemlich gefährlich. Das ist ein Zeatlot. Das ist ein Ice Spell Riptide, den ich noch nicht kann, weil mein Ice Magic überhaupt nicht hoch ist. Dark Burst ist ein Adept Spell. Ekochemie, den kenne ich aber auch schon. Air Magic, den ich auch schon kenne. Darkness, den ich auch schon kenne. Jo. Tome of Ice. Tome of Air. Spellcraft. Okay. Den nehme ich mal einfach mit. Eine Schriftrolle. Wir fahren dir. Gandalf! Dies muss ein Ende haben. Ich weiß, dass die Wächter an den Magiern direkt über mir experimentiert haben. Ich habe ihr Geschrei in der Nacht gehört, wenn sie die Oger mit ins Spiel gebracht haben. Ich weiß, ich bin der Nächste, wenn meine Nützlichkeit weg ist. Ich habe einen Fluchtplan entwickelt. Er ist extrem riskant, ich bin kein Narr. Ich weiß, wie sehr sie den Palast bewachen. Aber ich habe eine Trumpfkarte, über die sie nicht Bescheid wissen. Meine Provision und meine Ausrüstung sind unter uns gesammelt. Und niemand wird die Kombination zur Pit wissen. Ich werde zuerst beim Necronomical Lab stehen bleiben. Aber die große Treppe ist der einzige Fluchtweg. Das ist, warum ich dir schreibe, mein alter Freund. Ich brauche einen dieser Gefängnisschlüssels. Als Gegenleistung können wir zusammen fliehen. Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Ich habe sogar dein Lieblingsbuch über Prinzessin Arina eingepackt. Sobald wir frei sind aus diesem lichtverlorenen Labyrinth,
Können wir zum Turm von Ortang zurückkehren und diesen Ort vergessen? Saruman. Das Herr der Ringe-Anspielungen, ey. Was heißt Anspielungen? Das ist Klartitel. Ja, was ist mit dir? Mit dir ist nichts. Also, damit haben wir Sarumans Verlies gesäubert. Jetzt müssen wir wirklich nur noch gucken, wie wir diese Pitmaze hinter uns bringen. Gut, aber erstmal ein Quicksave. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut von mir. Also, bis dann.